Hi, wir sind Zweitakter und ihr seht den School Jam Tourblock. Willst du bleiben oder willst du gehen? Willst du dir das Ganze wirklich noch ansehen? Willst du bleiben oder willst du mit mir tanzen oder essen gehen? Ich warte auf dich, wo du hingehörst. Ja, hallo. Neben mir sitzt die Band Zweitakter und ich zeige euch direkt mal ihr Arbeitsgerät. Ein sehr ungewöhnliches Arbeitsgerät, wie ihr schon sehen könnt. Hufeisen beschlagen, mit Münzen bestückt. Erzählt doch mal, was ihr für eine Art Musik macht, weil ihr fallt doch sonst sehr raus aus dem üblichen Pop- und Rockrahmen von School Jam. Ja, das stimmt in der Tat. Also wir... Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Natürlich, jeder Musiker entwickelt für seine Musik einen eigenen Namen. So haben wir das auch gemacht. Wir haben gesagt, wir nennen unsere Musik Metal Street Drumming. Also wir trommeln auf Öltonnen, Felgen, Leitern. Manchmal auch ist eine Schubkarre dabei. Ziemlich bunt, Hauptsache metallisch. Und natürlich, wir spielen beide Schlagzeug und das ist natürlich nur Rhythmus, was wir eigentlich machen. Wenn ich jetzt einem Kumpel erzähle, der fragt, was machst du am Wochenende, sage ich, habe ich einen Auftritt. Ja, mit was denn? Ja, ich trommel. Ja, wie, Schlagzeug? Nee, auf Öltonnen. Wie? Das klingt auch scheiße. Ja. Also das, man muss es, glaube ich, sehen, um es irgendwie wirklich zu begreifen, was wir eigentlich für den Schrott machen. Ja. Was ganz interessant ist, wir haben eigentlich bisher noch nie in so einem kleinen Club gespielt. Das müssen wir also erstmal rausfinden, wie sich von der Lautstärke das sich so entwickelt. Das heißt, ihr habt bislang nur in Zehntausender Hallen gespielt? Genau, so kann man das sagen. Nein, also wir haben viel eben auf Open-Air-Bühnen gespielt. Jetzt kommen wir gerade aus Berlin zurück, von der Messe. Da ist eben auch alles ziemlich offen, aber wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf. So kleine Clubs, das geht meistens schon wegen der Lautstärke nicht. Es wird auch heute problematisch, also wir wurden eben darauf angesprochen, ob wir nicht ohne Gehörschutz spielen können, damit wir einfach leiser spielen, aber ja, wir geben uns Mühe, mal ganz ein bisschen soft zu sein heute. Wie immer. Und ich frag schon, was geht?
am Leben hält, bei dem du denkst, das ergibt sich doch. Schlimmer kann's nicht werden, so ist es und so bleibt es, er hält dir die Nacht. Your streets and all the loneliness which you had inside gave me trust that God is not outside for what we stand. It's been the first time, yeah. But then to hear my words and all, weil es zu machst und jetzt gerade. Ich bin Alex und spiel Bass. Ich bin der Yannick und spiel die Drums. Thomas Gitarre. Und ich bin Alex Knolle und wir sind Alex Knolle. Oh Mann, wie konntest du ihn gehen lassen und diese Chance verpassen? Und davor warst du so lang auf der Suche. Hast gefunden, was dich glücklich macht. Die Band ist natürlich, muss man dazu sagen, ist so eine Mischung aus Solo-Künstler, Alex Knolle, das bin ich, der die Songs schreibt und zu Hause aufnimmt. Und ich habe jetzt erst seit kurzem eigentlich hier mir die drei super Musiker dazu geholt, die sich bereit erklärt haben, mit mir zusammen die Lieder live zu spielen. Und wir haben jetzt ein paar Auftritte gehabt, kamen eigentlich jedes Mal super an. Also ich denke mal, wir werden weitermachen und schauen, wo es uns hinträgt. Vielleicht mal ein Vertrag mit einem Label oder so wäre natürlich ein Traum. Ich weiß ganz genau, irgendwo da draußen wird es sein. Man könnte sich das so vorstellen, man hat einen House-Track, ja, die Synthesizer, nimmt den Bass und die Drums raus und setzt dann noch eine Pop-Punk-Band drüber, ja, eine Gitarre, E-Gitarre, Bass und Schlagzeug und darüber singen wir dann. Also es ist definitiv sehr elektrisch zum Party machen und untenrum ist immer schön Druck da, würde ich mal sagen. Denk an mich, denk an dieses Lied, mach die Augen zu, lass mich mal, spür, wie es geschehen. Ich weiß ganz genau, irgendwo da draußen wird es sein. Applaus für Thomas Kurz an der Gitarre. Der Auftritt hat super Spaß gemacht, also da war eine Menge süßer Mädels in der ersten Reihe, die gut mitgemacht haben, schön geklatscht haben und dahinter waren natürlich auch noch eine Menge anderer Leute, die auch gut mitgemacht haben, hat sehr Spaß gemacht. From what we used to, they won't ever.